es müsste der 69er sein. Und das war eben dann das Auto aus der Serie und aus dem Film. Und ist dadurch zum Kultauto geworden. Und Ford Raptor natürlich, ja. Das ist ein Brett, der passt kaum hier auf dem Bildschirm drauf. Die Autos werde ich auf jeden Fall, also den hier auf jeden Fall, den hier weiß ich nicht, ob ich den fahre, kann ich den verkaufen. Wobei, einen Raptor verkaufen, nee, macht eigentlich auch keinen Sinn. Oh mein Gott, ich bin auf jeden Fall überfordert, Leute. Und was, warte mal, können wir theoretisch, könnten wir den Golf doch verkaufen. Und, warte mal, das ist ein Racer, gell, um den Golf fahren. Zum Bleistift. Weil, ganz ehrlich, wofür brauche ich zwei Golfs? Weil ich fahre lieber da mit dem Clubsport als mit dem hier. Auf der anderen Seite will ich den dann nicht verkaufen, den kleinen Golf GDI. Weißt du was? Ich packe den ins Lager. Mit Lagerbestand tauschen, ja. Keine Autos verfügbar. Ja, ich will den aber einlagern. Kann ich den nicht einfach einlagern? Oder brauche ich quasi immer vier Autos in der Garage hier. Okay. Naja. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Muscle Cars. Wir haben den WRX. Wir haben Runner, Track, Racer, Drift. Ah! Okay. Nee, macht Sinn. Macht Sinn. Wir brauchen nämlich von jeder Klasse immer ein Auto. Och, Leute, ich sag's euch. Okay, also wir haben Drift. Den Nissan 350Z, macht Sinn, ja. Wir haben als Racer den Clubsport, wir haben als Track-Auto den Camaro, wir haben als Runner den Dodge und wir haben als Offroad den Subaru. Okay, jetzt die Frage, als Runner hatten wir ja eben den Audi. Kann man sich dann vor einem Rennen aussuchen, welches Auto man fährt? Und kann ich den Audi dann auch noch tunen? So, dingsmäßig. Es sind auf jeden Fall noch viele Fragen offen. Boah, Nitro-Kapazität hat er schon voll ausgerüstet. Aber, warte mal, Wagen auswählen. Kann ich den auch tunen oder ist das Auto quasi... Okay, cool. Ich kann die Autos, warte. Ja, nice, okay. Ich kann die exklusiven Autos auch noch tunen. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst vor, das Soundsystem. Ich spiele kein Soundsystem. Bau das aus, das ist viel zu schwer. Kaufen und einbauen. Achso, es ist gar keins drin. Okay. Oh, ich habe kurz schon einen Schock bekommen. Das war nämlich irgendwie so der, wo ich Angst vor hatte. Seitenschwelle. Das war nämlich das Ding, wo ich Angst vor hatte, dass die Autos aus diesem Carpack im Prinzip nicht veränderbar sind. So wie damals bei, ich nehme jetzt wieder Pro Street als Beispiel, wenn du da diesen jeweiligen King von den unterschiedlichen, also da gab es ja auch den Drift King, den Track King, den Speed King und was auch immer. Wenn du den nämlich besiegt hast, hast du das Auto gewonnen, konntest es aber nicht verändern. Und da hatte ich Angst vor, dass das hier genauso ist. Aber scheinbar geht das. Und ehrlich gesagt finde ich die Standardleuchten ja am coolsten. Oder? Ah, okay. Okay, Leute. Es gibt auf jeden Fall massig zu tun hier. Bis jetzt muss ich sagen... Oh, die Felgen ändere ich mal, die sind ja kacke aus. Bis jetzt muss ich sagen, ich bin positiv begeistert von dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Weil nachdem ich den... Guck mal, der versetzt die ganze Bremsscheibe ja nach hinten. Krass. Weil von dem, was ich ja von dem alten Teil gewohnt war, habe ich gedacht, erwarte mal nicht so viel hiervon. Das könnte ich am Ende nur enttäuschen. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich positiv gestimmt. Und, okay, BBS ist leider immer noch SSR. Oder es gibt tatsächlich SSR und ich stelle mich jetzt als kompletten Vollidiot dar, aber... Wie die Felgen aufgebaut sind und wie das Logo ist, denke ich, es soll BBS heißen. Wo war ich dran? Ah, genau. Ich bin bis jetzt positiv angetan von dem Spiel und denke, das wären eigentlich die richtigen Felgen für den Golf 1, ne? Und denke, dass das Spiel auch in Zukunft
noch eine Menge Laune machen wird. Ich beende jetzt an dieser Stelle mal die Aufnahme. Und ja, ich klatsche erst noch andere Felgen drauf. Ich finde ja die, wo waren sie? Die hier eigentlich ganz cool, gell? Die Rotiform. Habe ich die jetzt auch hinten oder nur vorne? Oh Gott, jetzt muss ich den auch noch kaufen. Okay. Nein, der Felgenfarbe. Ja. Ah, oh, sieht doch gerade besser aus. Ja. Wo war ich? Genau. Ich beende jetzt mal die Folge an dieser Stelle. Und bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zusehen. Und so wie es ja momentan aussieht, werde ich das Let's Play auch auf jeden Fall weitermachen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Falls heute nicht Samstag ist, weil dann kommt ja morgen Rennsonntag. Oder vielleicht schon Karriere. Keine Ahnung, wie weit ich bin. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde irgendwas aufgenommen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusauen. Okay. Also, man merkt, ich habe lang schon keine klassischen Let's Plays mehr gemacht, sondern bin ein bisschen in dem ganzen Rennsonntag und Rennfahrerkarrieren-Dings da versackt. Was hast du für uns, Rev? Hier in der Wüste kenne ich zwei Ligen, die eure Zeit wert sind. Die erste ist eine Racing-Liga namens Graveyard Shift, angeführt von La Katrina. Ein Haufen Kids mit Todessehnsucht und einem Hang zum Drama. Mike, die zweite Liga ist dein Ding. League 73, eine Offroad-Crew, angeführt von einem Bastard namens Udo. Sie fahren in letzter Zeit ständig auf dem Airfield und zerstören meine Prototypen. Also, wer zuerst? Ich bin in letzter Zeit, habe ich ja oft das okay, Mac. Rennsonntagsgedöns gemacht. Und fordern dann die Bosse zum Duell heraus. So sammeln wir genug Ansehen, um in den Outlaws Rush zu kommen. Ich habe halt viel dieses Rennfahrergedöns und Rennfahrerkarrieren-Krams. Und da bin ich ein bisschen von diesen klassischen Let's Plays weg. Und dann kam noch die Bachelorarbeit und dann kam dies und das und jenes und ich hatte einfach keine Zeit dazu. Von daher bin ich jetzt tatsächlich richtig froh, mal wieder eines dieser klassischen Let's Plays zu machen, weil die habe ich echt vermisst. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao.